Zeit für ein paar texanische Bürger hier bei SpongeBob Film ab. Wir sind mit Sandy am Zocken hier und holen jetzt hoffentlich relativ schnell die Actionfigur aus Bürgerzeit. Dafür müssen wir dreimal eine 20er-Kombo hinkriegen. Das ist ziemlich schwierig, vor allem weil man eigentlich kaum Puffer hat. Also man darf zwar den einen Bürger zwischendurch durchlassen, damit man eben die Kombo wieder neu anfangen kann, aber wahnsinnig viel Spielraum ist da nicht, also wenn man gerade mal zum Beispiel schon so ein 10er-Kombo hat und dann verkackt, hat man eigentlich keine Zeit für, tatsächlich, in diesem lustigen Spielchen. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt die Bürger wirklich werfen muss. Ist ja eigentlich vollkommen egal, ob ich die werfe oder nicht, ne? Dann könnte ich mich halt mehr darauf konzentrieren, die Bürger zu fangen. Das ist halt so die Sache. Ich meine, hier ist es noch überhaupt kein Problem, aber das wird ja so wahnsinnig schnell später. Da muss man echt mega aufpassen. Okay, der kommt nach da. Der kommt in die Mitte. Ne, der kommt auch nach da. Habe ich nicht richtig gesehen bei SpongeBob. Natürlich aufpassen, dass man keine Giftbürger hier einsammelt. Aber drei Kombos ist schon heftig. Ja, dann frisst SpongeBob. SpongeBob halt die Kacke da. Oh, das war knapp. Habe ich gar nicht gesehen, dass der von ihm kam. Ich hoffe, ich habe noch keinen verkackt, aber sehe ich ja gleich. Sollte aber eigentlich passen soweit. Jupp, 20er-Kombo, super. Ja, SpongeBob hat meinen Kackburger gefangen, ist mir egal. Hauptsache, ich fange alles von ihm. Okay. Passt jetzt wirklich viel mehr auf ihn auf, als auf mich. Drück mal zwischendurch, wenn da aber was bei mir ist, aber... prinzipiell ist mir jetzt relativ latten. Da muss ich nach rechts, nach links. Da muss ich auch nach rechts. 10er-Kombo, gut. Was wirft er da? Er wirft nichts, gut. Nein! Fuck! Das kann ich neu anfangen. Das kann ich eigentlich neu anfangen. Ja, das kann ich jetzt... Nee, komm. Neu. Alter, nee, komm. Ich konzentriere mich jetzt überhaupt nicht mehr auf meine Burger. Die verkohlen alles, ist mir scheißegal. Es bricht da... Es tut ja meiner Kombo keinen Abbruch, oder? Also, ich glaube nicht. Wenn meine Kombo dadurch irgendwie zerstört wird, okay, dann muss ich das halt doch machen, aber... Ich wirf jetzt gar nicht mehr. Ich fange einfach nur noch. Das ist... Macht ja keinen Sinn, ich brauche ja keine Punkte hier. Ich brauche ja nur diese Kombo. Oder diese Kombos. Also... wofür? Also wirf die Scheiße hier. So... Ich kann aber darauf achten, ob ich jetzt dann wirklich Kombos bekomme, auch wenn die jetzt einfach verkohlen. So, Mitte. Wirf den linken Burger, dankeschön. Kann ich stehen bleiben? Auch gut, ja komm, den kann ich mal werfen. Wenn ich sowieso hier stehe. Okay, nicht nach rechts. Wieder nach rechts. 10er-Kombo, super. Jetzt ganz nach links, dann wieder ganz nach rechts. Dann Mitte, ganz nach links, wenn er wirft, bloß nicht rechts. Hä? Fuck. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich krieg's gerade nicht hin, ey. Das gibt's ja nicht. Scheiße, der war doch rechts, nicht links. Dann bin ich mir noch zu sicher bei meiner Sache. Ja, ich denke gerade leider von außen nach innen, aber ich muss wirklich... Wenn er rechts wirft, muss ich auch noch ganz rechts. Ist theoretisch nicht schwierig, aber ich denke gerade halt, wie gesagt, von außen nach innen, dass er von rechts wirft, dann ist er nach links. Und das ist ja Quatsch. Jetzt habe ich immerhin Thaddeus. Ist das gut, ist das schlecht? Thaddeus ist kein Bürgerbrater, ne? Komm, wirf. Diesmal denke ich dran, wenn du rechts bist, ne? Wenn du springst, springe ich auch, oder wie? Oder so. Okay, komm, wirf, Junge. Ich muss das echt reinkriegen, das ist ja schrecklich. Jetzt nach ganz links, er ist ganz links, ich muss ganz links. Er ist in der Mitte, ich muss in die Mitte. Okay. Mitte, wieder nach ganz rechts. Gammelburger, bleiben wir stehen. Jetzt aber nach ganz links. Wieder nach rechts. Wieder frisst Scheiße, Mitte. Nochmal Mitte. Weg. Nochmal Mitte. Nochmal Mitte. Jetzt ganz rechts. Oh ne, nicht ganz rechts, weil wir haben die Kombo.
Okay, jetzt Mitte, dann rechts, dann links. Dann ist die Runde vorbei. Bloß nicht rechts. Perfekte Runde, das ist doch schön. So, ganz links. Jetzt ganz rechts, wenn er wirft, ja. Mitte. Links. Könnt ihr aber mit ihm bewegen, dann... Ne, ist eigentlich auch gut. Ich guck einfach, wo die Burger aufploppen und wenn er dann wirklich wirft, ne. Dann kann ich sie fangen. 10er-Kombo ist schon mal gut. Bleiben wir mal stehen. Ja. Also, na! Fuck! Alter! Scheiße! Ich bin so... Na gut, das hatten wir jetzt schon ein 10er-Kombo? Ja doch, glaub schon. Ach, ficken. Ficken, echt. Wieso kriege ich das nicht koordiniert? Ja, warum? Warum muss ich jetzt wieder auf die scheiß Zahl gucken? Ich wollte gerade sagen, wir werden wahrscheinlich schlechter sein als die Gegner. Muss natürlich auf die scheiß Zahl gucken und konzentriere mich nicht darauf. Was mache ich denn? Das ist so dumm. Ganz ehrlich, die Punkte sind scheißegal. Meine Fresse, einfach auf die Scheiße konzentrieren. Mann, ist das so schwer. Nein. Unglaublich dämlich einfach, nur wirklich. Ja, jetzt kriegen wir den Rotzlöffel da. Ja, super. Ja, scheißegal. Langsam ordentlich werfen. Vor allem bin ich jetzt wieder das andere Tempo gewohnt, ey. Ich hasse es auch vor allem, dass die einfach nicht nach der Reihenfolge werfen können. Die zuerst aufploppen sollen und auch zuerst geworfen werden. Ist viel einfacher für mich. Aber nein, die nehmen einfach gerade, ist da was? Ja, nee, ach ja, da ist ja was, ist ja egal. Wir gehen trotzdem einen weiter, um dann festzustellen, ach, da war ja was. So, so dämlich einfach. Richtig spielunintelligent. So, jetzt wieder ganz rechts. Yay. Mitte. Links. Hau mal ab hier. Wo kommt der hin? Mitte. Mitte. Manchmal sehe ich halt nicht rechtzeitig, wann die losgeworfen werden. Jetzt gleich müssen wir was haben. Das nach dem Burger oder den nächsten. Den nächsten mit. Super. Den nicht auffangen und den auffangen. Dann auch den auffangen und dann haben wir es. Ah ne, das war auch der. Ja, so, genau. Aufpassen, nicht in die Mitte gehen. Den wirft er nämlich jetzt. Genau, war klar, der Sack. Mitte, ganz links. Ach, will er nicht, der Bastard. Will mir keine Punkte schenken hier. Jawohl. Jawohl. Kann von mir auch immer in der Mitte kommen. Fände ich ganz geil. War mir klar, dass er jetzt erst den wirft. War mir auch klar, dass er jetzt... Alter. Gut, alles super. Wirf. Wirf, Junge. Boah, ich hasse den, ne? Der soll mir einfach Burger werfen und nicht immer die ganze Zeit alle verkohlen lassen. Kann ich nämlich auch tatsächlich die Sache mal schaffen. Wertlager leider oft keinen Bock, mich glücklich zu machen. Ja, er hat mich fruchtig gemacht. Super. Sehr gut. So, Mitte. Links. Bloß nicht rechts. Da, okay, gut. Den nimmt er noch. Und jetzt der ganz rechts. Muss ich schnell agieren. Und da, okay, gut. Die sind verkohlt. Pfosten. Wirf! Du bist so dämlich! Junge! Oh, ich hasse den! Gerade wenn man dir nochmal zuguckt, ne? Da fällt einem erstmal auf, wie dämlich der eigentlich ist. Ich meine, ein anderer CPU wäre nicht besser, aber... Gerade weil es SpongeBob ist. Wenn es Patrick wäre, könnte es man noch besser verstehen eigentlich. Wirf. Danke. Wirf. Nicht den. Jetzt wirf doch! Mensch, Junge. Was kannst du eigentlich? Immerhin kommen keine bösen Burger mehr. Ist ganz gut. Welchen wirfst du? Na gut, den. Nochmal den. Ja, wir haben's, Leute, wir haben's. Sehr gut, hier frisst Scheiße, Junge. Frisst Scheiße. Frisst einfach Scheiße. Sagen wir mal ein paar Punkte. Wir sind sogar noch besser als die Gegner, obwohl ich nur aufgefangen habe und nicht mal geworfen habe. Das heißt schon was, ne? Das heißt schon was, ey. Ist das dämlich. Es geht um die scheiß Konzeptgrafik. Dankeschön. Ach, er ist ja eine Actionfigur, stimmt. Ihr habt alle gut gespielt. Wieder verkackt. Ja, jetzt brauchst du doch nicht hier unnötig Freundschaft mit der Teflung schließen, sondern... Na? Okay, gut, 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 gut. Dann sollen wir jetzt echt Maschinenschrott versuchen. Ich hab keinen Bock. Überhaupt keinen Bock. Ja, wir machen jetzt als Perlenkönigin. Aus dem einfachen Grund, dass wir Perlenkönigin und auch Angelhaken Käse machen wir noch. Das schaffen wir auf jeden Fall.
Und auch eigentlich beim First Try soll das möglich sein. Und dann könnte es nämlich sein, dass beim Maschinenschrott wirklich auch auf den Easy Mode gehen muss. Und dann kann ich das nämlich direkt verbinden mit Booleadiatoren und Schleudern und Schwingen. Genau, da wollte ich die ja auch noch verändern. Und dann halt die letzten beiden. Das ist schöner einfach von der Orga her. Passt besser. Haben jetzt drei Sachen erledigt, ne? Genau. Das ist drei Sachen erledigt. Perlenkönigin wäre jetzt die vierte Sache von unseren 10 Sachen, die wir noch machen müssen. Wie gesagt, zwei davon machen wir am Ende. Das mit dem Gold und das andere lustige Tethered and Leathered Zeugs. Ich frage mich aber gerade, müssten wir jetzt nicht trotzdem noch eins offen haben? Also was wir eben nicht offen haben, sondern gesperrt haben, was wir nicht machen können, weil wir noch kein Unentschieden hatten im Story-Modus. Weil da gibt es noch so ein Papierschere-Stein. Ich weiß nicht, ob man das dann irgendwie separat freischalten muss oder ob das freigeschaltet wird, wenn man dann auch den Goldmodus geschafft hat. Von wegen, ja gut, du hast es jetzt nicht gemacht, aber du musst es ja mal freigeschaltet haben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann sein. Ich habe keine Ahnung. Das wird jetzt auf jeden Fall easy. Da mache ich mir keine Sorgen. 300 brauchen wir da. Ihm vorbeigehen. Definitiv. Wir hätten hier, glaube ich, noch 500, 600 vielleicht sogar. Auf jeden Fall deutlich mehr als 300. Die werden wir easy holen. Ergebnis ist auch gar nicht wichtig. Von mir aus muss ich nicht Erster sein. Also ich habe schon das bestreben, halt Erster zu sein, weil warum nicht? Wenn man das Spiel schon spielt, ne? Aber wir brauchen nur 300 Punkte. Das reicht. Und dann soll es auch passen. Ich hoffe auch, dass mein Aufnahmeprogramm gerade alles aufnimmt. Also ich weiß nicht, hat vorhin ein paar Probleme. Hat ganz normal die Vorschau angezeigt, aber irgendwie, wo ich dann Aufnahmen gedrückt habe, stand da irgendwie, dass die Aufnahmefunktion gerade nicht benutzt werden kann. Ganz komisch. Nach dem Neustart hat das dann wieder geklappt. Hatte ich auch überhaupt noch nie. Und den Power Vector benutze ich jetzt seit über 3 Jahren. Also ist schon, ne? Sehr merkwürdig. Da ich jetzt auch nichts an den Hardware-Einstellungen geändert habe, beziehungsweise halt irgendwie, keine Ahnung, den Grabber bewegt habe oder was weiß ich, ist alles unberührt hinter meinem PC beziehungsweise Fernseher. Das heißt, eigentlich sollte da auch nichts deswegen blockiert haben. Also, das ist ja sehr merkwürdig. Da muss man nicht weiter ausschlachten. Solange es jetzt wieder funktioniert und das auch ordentlich speichert gleich, ist alles super. So, wir haben jetzt knapp 100. Hier ist ein lustiger Hubschrauber. Ein lauter vor allem. Na! Ah! Ich habe nicht gedacht, dass er reingeht. Ich will das Spiel eigentlich gar nicht sehen, weil es erinnert mich zu sehr an Crash Bash und Crash Ball, was ja mal wieder nicht geklappt hat bei der letzten Aufnahme. Und bin ich gerade nicht so unglaublich positiv gestimmt, was das angeht. Kommt mir echt wenig vor, was wir gerade haben bisher an Punkten. Also es muss definitiv First Try sein, alles andere ist lächerlich. Das liegt dann aber auch daran, dass ich einfach keine Bälle bekommen habe. Was bisher definitiv der Fall ist, weil, gut, ich habe 2, 3 Bälle mal kassiert, ja gut, aber kommen wir noch maximal so auf 30 Punkte oder weiß ich, Verlust dadurch, ja, das ist, ich weiß nicht, ist das jetzt gut gewesen für mich? War so semi-gut eigentlich, SpongeBob hat es gut getroffen, Thaddeus eigentlich auch, mich jetzt eher nicht so. Ja, das wäre definitiv unter Unlucky zu verzeichnen, wenn wir das jetzt nicht schaffen, weil wir einfach keine Perlen hier bekommen haben. Wenn wir keine Perlen bekommen, können wir auch keine Punkte machen. Ja, das ist ziemlich lächerlich gerade. Ja, gib mir doch mal Perlen, mein Gott. Wir schaffen das tatsächlich nicht, wenn es hier so weitergeht. Weil ich einfach keine Dinger bekomme. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Okay, wir kriegen 300. Wir kriegen 300. Da kann ich jetzt einfach das Spiel beenden. Nicht, dass ich nur welche verliere. Aber trotzdem ziemlich lächerlich. Ich meine, so schlecht war ich jetzt auch nicht. Ich habe einfach nur keine Dinger bekommen. Na gut. Shit off. Wir haben 300. Ja, schön für Texas. Gut. Läuft soweit. Dann machen wir auch direkt noch weiter mit Angelhaken und Käse. Dann kann ich euch auch direkt mal zeigen, wie das überhaupt noch funktioniert hat. Weil das habe ich ja nicht mehr in Videoform gehabt. Das habe ich nur selber offscreen rausgefunden, wie das genau funktioniert. Und euch noch darüber informiert, dass ich es geschafft habe. Machen wir also jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Achso, anderes Minispiel können wir wählen. Ja klar, gut. Und dann hätten wir 6 Sachen geschafft. Ist das richtig? Nee, dann hätten wir 5 Sachen geschafft, ne?
Die beiden fehlen noch, Shadow und Schwingen. Und das andere neue. Das neue und Maschinenschrott und Buladiatoren. Ja, gut. Das wären dann also 5 Sachen, die wir geschafft haben. Oder noch zu erholen haben. Gut. Also Angelhaken und Käse war auch direkt hier. Ja, die beiden haben wir immer noch gesperrt. Das ist auf jeden Fall ein Entscheidungsspiel. Das ist Stein, Schere, Papier. Was das ist, weiß ich nicht. Oder das ist Stein, Schere, Papier. Und das ist was anderes, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß halt, wie gesagt, echt nicht, ob wir die noch irgendwie freischalten. Weil wer kacke, wer nicht. Ich meine, ich habe halt den Story-Modus beendet. Wenn ich halt nie diese... Das ist ja ein bisschen unfair dann. Okay, ich meine, bei Crash Bash ist es im Endeffekt nicht anders. Dieses Minispiel, was man spielen muss, wenn man mit 2 Spielern spielt und einer einen guten und einen bösen Charakter hat. Das ist ja eigentlich dasselbe dann, ne? Was brauche ich denn jetzt hier? Achso, 15 Wedgies, genau. Punktzahl ist nicht wichtig, gut. Okay. Ja, dieses Minispiel bekommt man dann sonst auch nicht zu Gesicht, wenn man das eben nicht 2 durchspielt und dann halt einen guten und einen bösen Charakter macht. So. Ach scheiße, ich spiele immer noch mit Sandy. Das wollte ich ja nicht. Ach, scheiß da drauf. Man muss nämlich X drücken und dann einen anderen Charakter so ein bisschen berühren, dass man den quasi dem den Haken einhakt. So, genau. Das sind Wedgies. Dafür bekommt man Punkte. Es wird aber nur als Special-Zeugs angezeigt, wenn wir auch wirklich so ein Special-Dings gemacht haben, also so ein 2er oder 3er. Ja, wenn wir quasi... Ja, doppelte Ritzenklemmer. War der jetzt für uns? Ich glaube nicht, ne? War für Tadeus. Ich verkack's gerade ein bisschen. 15 Wedgies muss man auf jeden Fall machen. Ich bin gerade nicht besonders gut da drin. Scheiße. Komm her, Patrick. Komm hier. Komm her, Patrick. Habe ich jetzt Thaddeus und Patrick? Oder? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich jetzt auch alle uns drei so. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall SpongeBob und Patrick hier in Ritzenklemmer gegeben. Also Wedgies, so Ritzenklemmer in Deutsch wahrscheinlich. Na ja, komm. Nach Sandy, hol dir doch einen scheiß Haken. Man bekommt, glaube ich, dann so 10 Punkte pro Wedgie. Das heißt, da kann man auch die Dinge eigentlich überprüfen. Ich habe bisher noch keinen Angelhaken gesammelt. Kein Käse gesammelt. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich schon 10 Wedgies gehabt haben. Und wenn ich auch einfach keinen Käse einsammle, dann kann ich es auch einfach daran wirklich bis zum Ende nachvollziehen. So, wieder ein Wedgie. Also immer, wenn wir punkten, dann seht ihr eigentlich, ne? Wenn ich nicht zufälligerweise doch einen Käse eingesammelt habe, dann sieht man daran ganz schön. Ich erzähle ja, Patrick hier einen Ritzenklemmer verpasst. Noch einen hier. Nee, hat nicht geklappt. Macht auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, wenn man verstanden hat, wie das funktioniert. Muss aber auch aufpassen, dass einem der andere natürlich keine Ritzenklemmer gibt. Das ist natürlich auch problematisch. Also wenn die Leute hier so hochgezogen werden, dann liegt das nicht daran, dass wir irgendwie zu hoch waren, sondern dass wir eben diesen Haken bei ihm eingeklemmt haben. Und das macht man auch alles mit X. Das finde ich halt ein bisschen unglücklich, dass man mit X quasi vom Haken springt und einen Käse einsammelt und auch gleichzeitig diesen Haken nach unten spannt. Das sieht man immer, wenn Sandy so ein bisschen nach unten geht, genau wenn sie so reinhängt. Dass es alles mit einem Knopf funktioniert und man halt trotzdem noch 3 andere Knöpfe theoretisch immer zur Verfügung hätte, mal mindestens. Ist halt ein bisschen unglücklich gelöst in meinen Augen. Immer noch. Hätte man variabler machen können. Aber gut. Doppelte Ritzenklemmer sogar bei Thaddeus und Patrick. Wir haben voll verkackt. Von den Punkten ja eigentlich bisher. Haben keinen Käse gesammelt. Und haben auch schon 1 oder sogar 2 Donuts mitgenommen. Sind trotzdem eigentlich ganz gut dabei. Das ist schon... Sieht man mal, wie viel man mit den Wedgies tatsächlich erreichen kann. Okay, an Thaddeus kann man nicht mehr ran, also... Müssen wir nicht. Das passt schon hier. Guck mal, Patrick. Patrick und SpongeBob habe ich jetzt, glaube ich, beide erwischt. Wenn ich mich nicht täusche. Mensch! Kommt her! Kommt her! Patrick hier! Also, das war aber, glaube ich, nicht mein Werk, sondern SpongeBobs Werk. Das war jetzt aber mein Werk. Sehr gut. Aber wir sind nicht Letzter. Krasse Scheiße. Aber da hätten wir jetzt hier so einen Mega-Ritzenklemmer machen können mit allen dreien. Wenn ich gut gewesen wäre. Sehr Thaddeus, sehr gut. Ach, ist einfach lustig. Na! No! Wie hätte der Thaddeus mich denn jetzt erwischt, ey? Sack. Hier ist SpongeBob Thaddeus, beide erwischt, super. Und damit haben wir die Action-Figur. Und ich finde es einfach geil, dass es immer noch weiter scrollt. So, wir haben es geschafft, was wir noch schaffen wollten. Hatten zwar das Spiel nicht gewonnen, aber darum geht's ja nicht. Damit haben wir jetzt die Hälfte erledigt von dem, was wir noch brauchten. Darunter 2 Action-Figuren und 3 Konzeptgrafiken. Ja, und dann geht's jetzt weiter mit, ja, genau, Maschinenschrott. Das wäre dann jetzt das nächste, was wir uns vornehmen würden. Aber das ist erst im nächsten Part, dann geht's also weiter mit Maschinenschrott. Und, ach, bis dahin werde ich auch mal die Charaktere wechseln, weil, ne. Oder wir sehen uns im Hauptmenü wieder. Bis dahin, tschüss.